Ja, hallo, wieder bei Digger Yoshi. Ich habe mir wieder was fürs Auto gekauft. Und zwar wieder von der Firma Farmex Werkzeuge. Oder Farmex? Ja, doch. Farmex. Und zwar einen Drehmomentschlüssel. Ich war lange auf der Suche nach einem Drehmomentschlüssel. Da wird man ja, wenn man das eingibt bei Google, oh, da findet man ja Angebote en masse von, sage ich jetzt mal, 15 Euro bis 350 Euro. Und dann muss man mal überlegen, was braucht man und wie oft nutzt man das. Ich hatte vorher nie einen Drehmomentschlüssel gehabt, muss ich dazu sagen. Immer nur normal, ein Radkreuz. Und ich habe mich jetzt, wie gesagt, von der Firma Farmex für den Drehmomentschlüssel entschieden. Und der war vom Preis ganz okay. Irgendwas bei bisschen über 60 Euro, ich glaube 62 oder 63 Euro habe ich bezahlt. Auf der Seite ist auch ein bisschen günstiger von Farmex. Ich habe ihn bei Amazon gekauft. Verlinke ich dann gerne. Der Drehmomentschlüssel kommt in einen roten Karton, Box, Entschuldigung, eine rote Box. Ich zeige euch mal hier, so sieht das halt aus. Das Bild, was hier drauf ist. Ein 1,5 Zoll Antrieb von 40 bis 200 Newtonmeter. Drehmomentschlüssel mit Quick Lock. Ja, das ist, wenn ihr den selber mal suchen wollt, Farmex Drehmomentschlüssel, also wieder ein 1,5 Zoll Antrieb. Und zwar der 10885. Also hier seht ihr jetzt Farmex 10885. Das ist eigentlich so, das Mittelding reicht und für Radmuttern. Dafür nehme ich ihn ja, ist er definitiv sehr gut geeignet. Also man muss schon wissen, was man machen will. Also hier ist auch wieder ganz normal schlicht gehalten. Oder Karton. Box. Oh Gott, Karton. Ich will meine Kartons. Ja. Wie gesagt, ganz normal halt. So sieht es halt von innen aus. So, hier ist eine Betriebsanleitung. Werkzeuge, Tools. Und hier ist auch noch ein Garantieschein. Gut, das ist auch so eine Nummer, die werde ich jetzt nicht zeigen. Die können dann einschicken, wenn was sein sollte. Da musst du die mitschicken. So ein Zettel ist das. Ich werde euch auch mal die Betriebsanleitung zeigen. So. Und so sieht es halt alles aus. Das ist ein DIN A4 Blatt. Mehr ist es nicht. Mehr braucht man auch nicht. Farmex, hier steht alles ein bisschen da. Hinweis, bla bla bla. Dass eben halt nach Benutzung, also ihr sollt damit keine Radmuttern anziehen, also nicht so wie ein Radkreuz, sondern es ist ein Messwerkzeug, sondern nur zum Überprüfen, wie fest das halt angezogen ist, ob der Drehmoment stimmt. Das ist nicht dauernd für ein An- und Abdrehen der Radmuttern geeignet. Ja, dann halt die Verriegelung und wie ihr es nach dem Benutzen dann wieder, müsst ihr wieder den zurückdrehen auf die niedrigste Anzeiger, dass im halt drin die Mechanik geschont wird und auch öfter benutzen, mal einstellen lässt und so weiter. Und so steht alles hier drin, wie, wo, was, warum. Dann eben halt, wie die Newtonmeter hier gemacht werden, die Einstellungen. Ja, und mehr ist es nicht. Ja, da gibt es auch nichts zu sehen. So, das zu dem Thermomentschlüssel an sich. Ist was über 50 cm lang und ja, ist halt gut verarbeitet. Also ich kann jetzt nichts irgendwie sehen oder meckern. Hier seht ihr hinten das Logo für den Quick Lock. So sieht das halt alles aus hier. Ist gerändelt. Ich hätte mir aber gewünscht, dass es jetzt eine Kreuzrändelung wäre, weil zum Runterziehen rutscht man hier manchmal drüber. Wenn man jetzt hier den Riegel, rutscht man immer drüber. Zum Drehen perfekt, aber zum locker machen wäre das ja halt so eine Kreuzrifflung, wäre schöner gewesen. Dann das ist hier die Skala. Dann hier die andere, die Newtonmeter hier halt. Und hier unten sind die Feedlaps oder wie die Dinger heißen hier, dieses englische Maß. Ich weiß nicht genau, also hier kann man auch, also sind zwei Maße drin. Ja. Und hier sind halt die Newtonmeter. So, hier ist nochmal der ganze Kopf. So sieht es halt hier aus. Farmex.
Und auch das Modell müsste irgendwo hier draufstehen. Ja, hier 10885. Hat Rechts-Links-Lauf. Wie gesagt, ein Halbzoll-Antrieb. So sieht es von unten aus. Alles geschmiert, alles I.O. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Was kann ich euch noch sagen? Ich bin gespannt, wie langlebig er ist, ob er eine gute Qualität ist, aber ich vermute mal schon. Ich habe jetzt nichts Negatives über Farmix-Sachen gehört. Es gibt, wie gesagt, auch andere, aber es geht immer nach dem Preis. Und der Preis ist ja ganz okay. Also dreht ihr es zum Beispiel, mein Probe hat, warte, ich muss mal selber schauen, mein Probe hat zum Beispiel 118 Newtonmeter. Der könnte das hier einstellen auf 118 Newtonmeter. Ich stelle das mal gerade eben ein, dauert einen kleinen Augenblick. So, jetzt bin ich auf 110. Das sind jetzt 118. So, das sind zum Beispiel jetzt zugemacht 118 Newtonmeter. Also ihr seht die 110 noch irgendwo da hinten. Dann hier 118 Newtonmeter. Laut der Betriebsanleitung ist das jetzt richtig eingestellt. Aber man kann natürlich auch 120 nehmen. Da wären wir dann auf der ganz sicheren Seite. Ist meistens so das Maß, was ich schon mitbekommen habe, auch in Werkstätten, 120 Newtonmeter für Radschrauben. Ihr könnt ja gerne mal drunter schreiben, wenn ihr sagt, ah, das ist zu viel oder nee, das ist zu wenig. Könnt ihr gerne mal drunter schreiben, was ihr so nehmt an Newtonmeter. Oder ihr lasst es machen. Aber ich bin halt selber Schrauber und das Geld spare ich mir gerne und tue ihm halt die Felgen auch selber wechseln und so weiter, die Räder. Jo, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen für den guten Stück. Also sehr gute Qualität, ist auch ordentlich schwer, ordentlich groß. Und für den Preis ist eigentlich ganz okay, also nicht zu teuer, nicht zu günstig. Eigentlich genau das Richtige. Wer einen Drehmomentschlüssel sucht, Firma Farmex, hilft euch da bestimmt weiter. Also der ist ganz okay. Bin halt nur mal gespannt, also wie lange er hält. Aber ich vermute mal schon, ich bin ja nur zum Nachprüfen. Ist ja ein Messwerkzeug und kein hauptsächliches Werkzeug. Also Radmotorschlüssel oder so ist es ja nicht. Und es gibt noch verschiedene Firmen, aber ich habe mich für diesen entschieden. Und bis jetzt ist der Eindruck sehr positiv. Jo, das soll es eigentlich wieder gewesen sein von mir. Ich sag mal wieder ciao, ciao. Und... sehr schön, wenn ihr bei nichts mehr wieder vorbeischaut oder reinschaut. Und tschüss.